Hallo und herzlich willkommen heute wieder bei Berlin Tabletop. Es geht wieder um unseren Fänger von Blood Bowl und wie wir ihn bemalen. Jetzt haben wir hier schon mal unseren jetzigen Fänger. Das Türkis ist ein bisschen dunkler geworden, aber das macht gar nichts, denn sonst sieht das schon super aus, wie ich finde. Heute werden wir uns erstmal an die braunen Lederkleidung ranmachen, an die schwarzen Schuhe, die China und die Haut. Also so, dass er dann eigentlich fertig sein sollte. Doch ohne lange zu reden, fangen wir gleich an, nämlich mit Renox Hide. Ich werde jetzt probieren, immer drumherum zu malen, sodass es nicht getroffen wird. Ihr müsst mir sagen, ob ihr die Kameraführung so besser findet, weil ich jetzt näher dran bin und dadurch weniger sehe. Aber wenn ihr das besser findet, dann macht mir das gar nichts. Ihr müsst jetzt hier direkt aufpassen, nehmt einen Small Pinsel. Ist jetzt halt keiner von Games Workshop, aber es ist der Glaze Pinsel, den ich dafür immer verwende. Den habe ich nämlich gerade neben mir zu liegen gehabt. Ihr müsst jetzt halt immer sehen, was braun werden soll und dann das ganz einfach ausmalen. Das ist wie malen nach Zahlen und ein bisschen für Fortgeschrittene. Und das geht auch alles. So, das war jetzt ein bisschen was Schwieriges. Ihr könnt es ungefähr sehen. Genau diese Stellen, darum geht es. Und wie es dann fertig aussieht, zeige ich euch und wie wir dann weiter verfahren. Wie ihr schon sehen könnt, steht hier unsere Mischpalette parat, denn es geht jetzt um Scrag Brown und unser Renox Hide von gerade eben. Das werde ich jetzt in dem Fall so mischen, dass ein erstmal 50-50 Mischungsverhältnis bei rauskommt. Und dann immer weiter aufhellen. Also dann wahrscheinlich 75-25 nehmen, dann wahrscheinlich nochmal 10-80 und dann sollte das gut aussehen. Es geht einfach darum, dass wir die Hose in dem Falle lederartiger aussehen lassen wollen. Wie wir das jetzt hier eigentlich schon sehen, es ist eine Art Lederfarbe. Für mich ist es noch ein bisschen brauner als für euch auf der Kamera, wie ich gerade sehe. Aber das... Ich mache jetzt noch ein bisschen Wasser dazu, denkt immer dran, das macht die Farbe ein bisschen geschmeidiger und nicht so, ich sage jetzt mal ein bisschen harter. Und jetzt immer so abziehen, dadurch macht ihr die Spitze gerade. Oder halt, wie viele auch gerne machen, ablecken. Aber das ist, wie man es möchte. Und jetzt kann ich euch das hier zeigen. Ich hoffe, er zeigt es ganz gut so. Jetzt hat das hier... Ja, sieht man, habe ich mich schon vermalt. Das mache ich dann später weg. Und jetzt geht es einfach darum, dass man die ersten Stellen so leicht ausfüllt. Und halt in dem Fall diese dunklen Stellen, sieht man es ganz gut gerade, diese dunklen Stellen alle freilässt. Und dann die alte Farbe drinnen lässt. Ich werde das jetzt erstmal so machen. Ich hoffe, dann sieht man es besser bei der getrockneten Farbe einfach am Ende. Wenn nicht, muss ich halt noch einen Akzent heller gehen, dann... Seht ihr es auf jeden Fall oder sieht man es jetzt bei den... Ja, jetzt sieht man es hier bei den Pobacken. Da sieht man es sehr gut. Ihr seht jetzt diesen Streifen in der Mitte drin. Was dann noch übrig bleibt. Und jetzt müsst ihr halt hier immer die Vertiefungen lassen. Dadurch erspart ihr euch den Weg des Washes. Und ihr habt eine super Lederhose von eurem Catcher in dem Falle. Müsste Catcher sein. Ja, Catcher. Und das macht sich total einfach. Diese Lederriemen, die ihr hier habt, die würde ich auch einfach mal komplett weglassen. Jetzt habe ich nochmal scharf gestellt. Würde ich hier einfach mal komplett weglassen. Die würde ich nämlich später machen. Da gibt es nämlich eine Variante, die das viel einfacher macht. Und dann hebt die sich noch ein bisschen ab vom Rest von dem Ganzen. Aber das zeige ich euch dann. Bis gleich. Wie ihr hier sehen könnt, ist die Farbe noch nicht mal richtig trocken. Und wir gehen jetzt schon weiter mit dem Mischungsverhältnis. Weil ihr könnt ja die alte Farbe gleich weiterverwenden. Und jetzt gehen wir gleich ins ein bisschen hellere. Denkt immer dran, verwendet immer noch ein bisschen Wasser, damit es wieder in dem Falle flüssiger wirkt. Und dann gehen wir jetzt hier wieder direkt über die Kanten rüber. Und jetzt immer wieder ein bisschen was freilassen. Und dadurch solltet ihr jetzt auch sehen, wie das in dem Falle wirkt. Es wirkt jetzt so, als ob ihr einen Schatten werfen würdet. Das würdet ihr in dem Falle mit dem Wash erzeugen, was ihr verwendet. Aber in dem Falle verwendet... wir ja keinen Wash und ich sage viel zu oft in dem Falle. So. Jetzt seht ihr es wahrscheinlich wieder bei den Pobacken am besten.
Da seht ihr es, wie jetzt hier diese Vertiefungen entstehen. Und dadurch wirkt es halt sehr real und sehr menschlich. Also in dem Fall ja nicht menschlich, sondern wir meinen ja gerade eine Hose. So. Und so würde ich es dann eigentlich auch schon lassen. Also im Video, ich werde natürlich noch eine Farbe hochgehen. Weil ich gehe dann fast ins komplett schon wieder in das Crack Brown rein. Dann entsteht ein relativ guter Kontrast zu dem anderen, was wir da noch machen, nämlich wegen den Lederriemen. Die male ich nämlich komplett nur mit Crack Brown. Aber nur die Kanten, das werde ich euch dann zeigen. Dadurch entsteht nämlich ein Effekt von alten Lederriemen, die gerade in der Sonne sich ein bisschen, die erhellt werden in der Sonne. Jetzt zeige ich euch das nochmal, so wie das aussieht. Jetzt habt ihr hier diese ganzen Vertiefungen. Und jetzt kann ich halt auch hier zum Beispiel, das habe ich auch noch nicht gezeigt, du lässt jetzt immer ein bisschen was frei. Und so entsteht jetzt halt diese ganzen schönen Vertiefungen. Och. So. Den Rest male ich jetzt im Offscreen. Gehe noch eine Farbe heller, dann seht ihr das besser. Und dann zeige ich euch, wie ich das mit dem Crack Brown mache. Bis gleich. So, nun wurde das komplette Braun fertig gemacht. Ihr seht jetzt hier, aber jetzt am besten diese Ledermaserung. Und jetzt widmen wir uns der Haut. Für die Haut brauchen wir einmal Cadian. Jetzt besser. Cadian Flesh Tone. Und damit werden jetzt alles, was in dem Falle Hautpartien sind, gemalt. Zum Beispiel hier. Und ihr müsst auch wirklich vorsichtig jetzt sein beim Malen, weil ihr jetzt nirgendwo mehr rüber malen dürft. Vorher war es ja mehr oder weniger egal. Bei den Schuhen könnt ihr noch ein bisschen rummanschen, weil die malt ihr vielleicht dann nochmal schwarz. Also ich habe es jetzt schon schwarz einmal angemalt, deswegen mache ich jetzt, bin ich jetzt etwas vorsichtiger. Ich werde hier auch am Hals machen und hier die Augenpartien auch. Das zeige ich euch jetzt nicht, weil da muss ich total rumwurschteln mit dem Finger und mit dem Pinsel. Das kann ganz schön dauern. Und danach zeige ich euch, wie es weitergeht. Bis gleich. So, nachdem jetzt alles in dem Fall in Hautfarben bemalt wurde, so wie es soll, kommen wir jetzt zum letzten, also zum ersten und zum letzten Wash, was wir heute benutzen. Das ist nämlich Rockhard Flash Shade, weil ich jetzt nicht wirklich mischen wollte, sodass ich da vorerst mit einem eher rötlicheren Hautton der unten male und dann nochmal hochmische bis zu einem Hautton. Ich nehme hierfür nämlich einen Games Workshop Glaze Pinsel, weil die sind ganz gut vom Zentrieren her. Hier steht gerade ein Haar ab, das machen wir wieder weg dann. So. Und jetzt kann man nämlich gut das Wash genau dahin fließen lassen mit dem Glaze-Pinsel, wo man möchte, weil der ist doch ein bisschen breiter als die, die ich sonst verwende. Und jetzt wird alles gewascht, aber auch nur die Stellen, die hautfarbend sind. Ihr könnt natürlich jetzt als Tipp erst das Gold malen und dann mit Rockhard Flash hier drüber gehen, weil so wascht ihr gleichzeitig das Gold mit, aber da hier so wenige Goldstellen sind, bin ich der Meinung, dass ein Wash jetzt mehr oder weniger unangebracht ist an den Stellen, weil so viel wäre da jetzt auch nicht zu tun, dass ich sagen muss, da muss jetzt ein Wash ran. Da reicht das reine Gold aus. So. Ich wasche jetzt alles, lasse es schön trocknen und zeige euch dann, wie es dann weitergeht. Nachdem jetzt das Wash getrocknet ist und unser Finger in dem Fall hier schon bisschen dunkler aussieht, nehmen wir jetzt nochmal Cadian Flesh Tone als Highlight und machen ein Mindset so, dass es halt so aussieht, als, also auch menschlich von den Muskeln her, dass man jetzt die ganzen anderen Sachen freilässt und man so einen wunderschönen Effekt erhält und nicht nochmal mit irgendwelchen weiteren Farben ran muss. Jetzt kann man natürlich das Cadian Flesh Tone gleich nochmal aufhellen, das wäre ja kein Problem. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Das ist jetzt eine ziemliche Friemelarbeit und erst recht mit der Kamera. Deswegen sage ich euch, ich mache das jetzt fertig und zeige euch dann, wie es weitergeht. Jetzt haben wir auch die Haut fertig und es geht nur noch um die allerletzten Highlights, mehr oder weniger. Erstmal machen wir nochmal die Lederriemen, was ich euch gesagt habe, was ich euch noch zeige. Wir haben jetzt in dem Falle hier hinten Lederriemen freigelassen. Zum Beispiel hier an der Seite. Und Lederriemen macht sich ganz einfach, indem man immer jeweils einen Strich nimmt und schon fertig. Weil dann hat man das ganz Dunkle noch und es sieht dann nicht, es ist dann in dem Falle ein bisschen hervorgehoben.
im Gegensatz zum Rest. Es macht sich weitaus einfacher, die zu bemalen, so nicht, dass ihr die ganze Zeit nochmal mixen müsst und irgendwas problematisch macht. Das gleiche mache ich übrigens beim Football, aber das mache ich im Offscreen, weil es für mich einfacher ist. Kommen wir zu den Schuhen. Die Schuhe mache ich in dem Falle mit Scaven Bright Ink. Ist ein sehr dunkles Grau, weil ich möchte wirklich den Kontrast vom Schwarz behalten und möchte nicht irgendwie davon weg. Und mit diesem Schwarz werdet ihr jetzt einfach nur die Kanten malen. Ich weiß gar nicht, ob man das hier sieht. Ja, das sieht man ganz gut. Und damit malt ihr einfach nur die Kanten und mehr nicht. Am besten auch nur da, wo das Licht hinfällt. So braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Auch die Schuhe natürlich. Aber auch nur ganz vorsichtig. Wie gesagt, es darf nicht zu viel sein, zu viel fällt auf. Mein anderer hatte ja ein rotes Beintuch. Meines wird so grau-schwarz. Damit könnt ihr noch ein paar Malfehler ausgleichen. So. Und damit sind wir auch mit dem Grau durch. Kommen wir zur letzten Farbe und das ist, wie gesagt, da braucht ihr auch nichts waschen. Ich benutze jetzt ganz einfach das Yurik Armor Gold. Denkt immer dran, gut schütteln. Und jetzt könnt ihr in dem Falle den Kopf auch bemalen. Weil es ist ja wirklich nur dieses kleine Visier hier. Und die Flügel an der Seite dran. Da geht er jetzt einfach ein paar Mal rüber. Das mache ich jetzt natürlich im Offscreen. Ich will jetzt nicht hier 5 Minuten das malen. Und zeige euch dann, wie er aussieht. Und dann haben wir auch schon das Ende erreicht. Endlich ist er fertig, unser Fänger von dem Menschenteam. Ich muss ehrlich sagen, mir gefällt er. Ich hoffe, euch gefällt er auch. Also ich habe hier die Spikes, wäre natürlich probiert und das Base natürlich alles. Ich muss sagen, mir gefällt das Türkis, dieses Grelle. Das hat man auch nicht oft. Und ich hoffe auch, dass es euch gefällt. Und ihr es vielleicht mal ausprobiert. Okay, ihr könnt es ja mal in den Kommentaren schreiben oder auch, was ihr direkt zu den Maltechniken sagt, ob ihr vielleicht was anders machen würdet oder ja, zum Beispiel mit Washes wäre es ja viel einfacher geworden, gerade diese ganzen Übergänge hier hinzukriegen. Aber so kriegt man es auch ganz gut hin, muss ich sagen. Ohne Washes, bis auf eins. Dann muss ich sagen, vielleicht schreibt da einfach mal einen Kommentar, was ich vielleicht nochmal später machen kann oder auch was ihr euch wünscht. Und sonst bis zum nächsten Video. Ciao.